herr präsident! der diesjährige rechnungshofbericht beinhaltet ein positives bild allerdings mit grauschleiern. die gute nachricht ist viele bereiche sind zufriedenstellend insbesondere der große bereich der agrarausgaben herr fjellner hat es schon angesprochen. die schlechte nachricht ist die angekündigte verschlechterung im bereich kohäsion hat sich eingestellt und neunundvierzig also die hälfte aller überprüften zahlungen im kohäsionsbereich waren mit fehlern behaftet. das ist schon eine ganze menge. neunzig aller problemzahlungen laufen in den mitgliedstaaten. wir haben damals schon in unserem ausschuss kritisiert dass der rat nicht anwesend ist. ich schaue auf die ratsbank der rat ist wieder nicht anwesend. und eigentlich ist er es der hier in dieser debatte anwesend sein müsste. meine damen und herren zwei drittel aller fehler passieren in drei mitgliedstaaten. und ich möchte ihnen herr kommissar emeta gratulieren dass sie den mut hatten im ausschuss diese mitgliedstaaten auch zu benennen. sie haben gesagt es sind italien spanien die tschechische republik. und das ist auch eine neue politik in der wir sie unterstützen ross und reiter zu nennen naming and shaming. und sie folgen auch einer weiteren aufforderung des europäischen parlaments auch dafür möchte ich mich bedanken. sie haben zahlungsunterbrechungen durchgeführt insgesamt in höhe von €2,4 Milliarden. nur so kriegt man disziplin in die mitgliedstaaten hinein. wir müssen also die fehler nachdem wir sie eingegrenzt haben auch klar benennen und die sünder klar benennen. stichworte effektivität effizienz und wirtschaftlichkeit. auch hier gibt es ein neues kapitel wo sie ganz klar herr caldeira in ihrem rechnungshofbericht klarstellen dass die kommission die ziele die sie sich selbst setzt oftmals nicht erreicht. wir sind gespannt auf den evaluierungsbericht herr emeta der kommission der für den dezember zu erwarten ist. möchten aber auch sagen in zeiten der finanzkrise müssen wir mit den geldern der steuerzahler noch besser noch genauer zielgenauer effizienter umgehen. das ist unsere aufgabe. ich möchte dem hof dafür danken dass er uns bei dieser aufgabe hilft. herzlichen dank!